Hallo ihr Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Yoga-Video. Ich möchte euch heute eine ganz, ganz wunderbare Yoga-Übung zeigen, und zwar den Schulterstand. Das ist eine Übung, die ich wirklich sehr, sehr häufig und super gerne praktiziere, weil sie wirklich eine sehr, sehr tolle Übung ist und wirklich auch den ganzen Körper anspricht. Und zwar der Schulterstand. Den Schulterstand kennen ganz viele von euch bestimmt als die Kerze aus dem Schulsport, vielleicht von früher oder aus dem Fitnessstudio. Diese Übung ist, würde ich sagen, so mittelmäßig schwer. Ich werde euch auch noch eine ganz leichte Variante zeigen, die ihr üben könnt, wenn der Schulterstand, wenn ihr sagt so, oh, das ist aber schon etwas viel, dann zeige ich euch noch eine ganz leichte Variation dazu später. Der Schulterstand ist wirklich eine sehr, sehr tolle Übung und wirkt harmonisierend auf die Schilddrüse, weil viele Leute hier überall auf der Welt haben große Probleme, am Schilddrüsenprobleme, aus welchem Grund auch immer. Es ist eine Übung, die wirklich auch den Schilddrüsenbereich, den Halsbereich stark stimuliert, sodass diese Übung wirklich sehr wohltuend und auch harmonisierend auf die Schilddrüsenhormonproduktion wirkt. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, gerade wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion oder auch eine Überfunktion hat, kann das wirklich sehr unterstützend sein. Deswegen finde ich diese Übung total super. Diese Übung dehnt sehr stark den gesamten hinteren Nackenbereich. Also das finde ich auch sehr, sehr angenehm und löst, wie gesagt, auch hier und da Nackenverspannung. Aber genug geredet, kommt mit mir auf die Yogamatte und ich zeige euch das einfach mal. Um den Schulterstand zu üben, kommst du als allererstes erstmal in die sitzende Position. Dann gehst du ganz langsam über die Seitenlage runter auf die Matte und drehst dich dann in die Ausgangsposition auf den Rücken. Ich ziehe jetzt meinen Bauchnabel leicht ein, um Kraft im Bauch zu erhalten. Die Arme lege ich rechts und links neben meinen Körper. Hebe ein Bein, hebe das zweite. Ich spanne jetzt meine Bauchmuskulatur sehr stark an und drücke mich aus Kraft nach oben. Füße sind ganz locker. Ich halte dies ungefähr 5 bis 20 Sekunden. Halte so lange, wie du möchtest und wie es dir gut tut. Atme locker durch. Und dann beuge ich als allererstes meine Knie, ziehe sie in Richtung Stirn. Lege die Arme und Hände auf die Matte, der Bauchnabel ist eingezogen und ich rolle jetzt ganz langsam aus Kraft herunter, stelle meine Füße ab, schwenke etwas rechts nach links, um den unteren Rücken etwas zu entlasten. Dann drehe ich mich langsam auf die Seite, stabilisiere den Kreislauf. Komme langsam nach oben in den Sitz. Niemals zu schnell aufstehen. Es kann nämlich sein, dass der Kreislauf nicht schnell genug hinterherkommt. Deswegen immer ein bisschen langsam. So, und jetzt stehe ich auf. Und ja, das war der Schulterstand für heute. Wenn du noch nie Yoga gemacht hast oder gerade erst mit Yoga beginnen möchtest, dann rate ich dir, die leichte Variante des Schulterstandes zu wählen, die ich dir gleich zeige. Es ist einfach zum Starten etwas einfacher und etwas lockerer und ja, so geht Yoga vielleicht etwas leichter von der Hand und du kannst vielleicht besser einsteigen. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt eine ganz, ganz einfache Variation, den Schulterstand zu üben. Wenn ihr noch nie Yoga praktiziert habt und noch nie Yoga gemacht habt, ist das vielleicht die bessere Variante, um zu beginnen, weil der Schulterstand an sich schon auch eine ganz schön anstrengende und anspruchsvolle Yoga-Übung ist. Also wie gesagt, ich zeige euch jetzt die ganz leichte Variation. Wie eben kommt ihr aus dem Sitz seitlich in die Rückenlage, dreht euch auf den Rücken. Nehmt jetzt die beiden Hände und platziert sie unter das Gesäß. Legt das Gesäß auf beide Hände und bringt eure Beine nach oben. So müsst ihr eure Beine nicht ganz, ganz oben halten und ihr seid noch freier im Oberkörper.
Beine zeigen in Richtung Himmel, auch hier die Füße ganz locker. Die großen Zehen berühren sich und der Blick geht nach oben in den Himmel. Zieh den Bauchnabel auch hier leicht ein, um den unteren Rücken in der Arbeit zu unterstützen. Du kannst die Augen schließen, atme tief durch. Halte auch hier 5 bis 20 Sekunden, je nachdem, wie du magst. Dann löst du die Übung auf, einen Fuß runter, den anderen runter, nimmst die Hände raus, schwenkst die Beine etwas von rechts nach links, um den Beckenbereich und den unteren Rücken etwas zu lockern. Drehst dich zur Seite, stabilisierst langsam deinen Kreislauf und kommst nach oben. Und das war die leichte Variation des Schulterstandes. Das war die Übung der Schulterstand. Ich habe dir die Wirkung und wie man diese Übung macht nochmal unten in die Infobox geschrieben. Dort findest du auch noch andere Informationen über Yoga. Und mich würde es freuen, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir einen Daumen hoch schenkst oder wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. So bleibst du immer auf dem neuesten Stand, weil ich werde jetzt sehr, sehr regelmäßig Yoga-Videos wie auch Kochvideos hochladen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und ihr seid dabei. Bevor ich es vergesse, ich wollte heute unbedingt noch eine Frage loswerden. Und zwar, macht ihr regelmäßig Yoga oder praktiziert ihr schon seit längerem Yoga? Wenn ja, was ist eure Lieblingsübung? Es würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr für Übungen gerne macht und wie ihr die macht. Und ja, schreibt mir doch einfach mal, wie das bei euch zu Hause so mit Yoga ausschaut. Ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, vielleicht mit Yoga. Genießt die Sonne und wir sehen uns hoffentlich bald.